Auch in Coswig wird man sich an das Bild gewöhnen müssen. Zum Einkauf oder im öffentlichen Personennahverkehr gehört die Gesichtsbedeckung ab sofort dazu. Im Landkreis Meißen können die Landkreisbewohner Haus und Wohnung seit dem 20. April ohne Angabe eines triftigen Grundes wieder verlassen. Allerdings gelten weiterhin strenge Kontaktbeschränkungen, die sich auf die Familie bzw. das Treffen mit lediglich einer Person beziehen. Auch kleine Läden dürfen wieder öffnen, womit sich die Innenstädte beleben werden. In Coswig ist solch eine Belebung der Innenstadt deutlich zu verzeichnen. Ladenbesitzer achten darauf, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter und das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung eingehalten wird. Bei einer Stippvisite in der Stadt passte dies aber nicht jedem Bürger. Sachsen war das erste Bundesland mit der Mundschutzpflicht für die genannten Bereiche. Andere Bundesländer zogen bereits nach. Dass die Mund-Nasen-Masken in einigen Apotheken und Drogerien ausverkauft sind, ist der etwas überstürzten Bestimmung zu verdanken. Aber ein Schal oder ein Tuch reichen im Moment aus, um der Verordnung gerecht zu werden. Wesentliche Lockerungen der bisherigen Maßnahmen sind der Wegfall der Ausgangsbeschränkungen. Es ist künftig erlaubt, wie eingangs schon erwähnt, die eigene Wohnung auch ohne triftigen Grund zu verlassen. Der Aufenthalt ist außerhalb der eigenen Wohnung bzw. des eigenen Hauses nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreise des eigenen Hausstandes gestattet. All dies soll die Gesundheit der Bevölkerung weiterhin schützen, die Zahl der schweren Krankheitsverläufe beschränken und das Gesundheitssystem vor einer Überlastung bewahren.